Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Ja, du sagst es und wir machen jetzt die Arena. Weiter natürlich. Ich hoffe, uns passiert jetzt nicht mehr so eine Scheiße wie im letzten Part mit Ninja Tom. Denn das war extrem uncool. Ich sage nur eins. Synchro. Da werde ich zu Miyaka Kakimoto, wenn ich dieses Wort allein schon hören tue. Und ich ziehe mal schnell meine Jacke aus. Moment. Oder mein Pulli. Der ist nämlich ziemlich warm. So. Okay, ja. Was soll ich dazu sagen? Haben wir aber schon im letzten Part ein bisschen gemacht. Die Arena haben wir die ersten Trainer ausgeschaltet. Und es kann sein, dass es der längste Part heute sein wird. Ich werde hier in diesem Part die Arena fertig machen. Und Ausrufezeichen, alle Wasserrouten. Da haben wir ein großes Stückchen vor uns, aber dann haben wir es immerhin weg. Und das ist außerdem, ja, sehr nervig, diese ganzen Wasserrouten. Das ist am besten, wenn wir sie in einem Part oder Teil weg haben. So, wo geht's denn eigentlich hier lang? Hallo? Haben wir dich schon besiegt? Nee, haben wir nicht. Achtung, ich lasse meinen Pokéball durch Telekinese schweben. Ui! Manchmal fehlt mir etwas an Balance. Und ich habe hier ein bisschen Apfelmus bei mir. Lecker, lecker. Apfelmus, wie nur meine Mama es machen kann. Lecker. Und jetzt ergreifen wir an mit Fliegen. Verdammt, sehe. Naja, sehe ist nicht allzu schön. Haben sie jetzt nicht Tropius eigentlich ein? Ich meine, wir werden Tropius noch in den Wasserrouten gut trainieren können. Aber egal, komm, mach mal weiter. Angriff! Ja, dieser Wunschtraum wird sich nie erfüllen. Es ist und bleibt ein Traum. Und ha, sehr hat verfehlt. Er sieht noch etwas heraus. Und er sieht voraus, dass er jetzt sterben wird. Tschüss, Natu. Wahrscheinlich kommt jetzt Xatu. Die Trainer setzen ja gerne Entwicklungsstufen ein. Nee, doch nicht. Girafarik. Alles Pokémon aus der zweiten Generation bis jetzt. Tja, Girafarik hat bereits alle AP. Girafarik. So, Sonnentag. Das heißt, der Solarstrahl wird jetzt sofort treffen. Das ist mein Plan. Aber ob der aufgeht, der Plan, oder angeht, wie auch immer, werden wir noch sehen. Solarstrahl! Wonnickel? Nee, leider nicht. Schade. Aber es macht nichts. Dann setzen wir Solarstrahl einfach nochmal ein. Ach komm, scheiße. Das war Natus Schuld. So, Solarstrahl. Und tschüss, Girafarik. Zwei Level mehr als unser Tropius. Wir sind ein wenig unterlevelt. Aber es macht nichts. Wir werden in den Wasserrouten gut trainieren können. Wir werden wahrscheinlich alle unsere Pokémon Level 40 haben. Weil es gibt sehr viele Trainer in den Wasserrouten. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, denn ich habe sie schon sehr oft gemacht. Und es war mir immer eine Qual. Wir werden da sehr viel Schutz brauchen, aber es wird sich wieder ausgleichen, das Geld, was wir mit diesem Schutz kaufen werden. Was ist das Geld? Ja, ihr wisst schon. Das Geld, was wir für Schutz ausgeben, das werden wir wieder kriegen bei den Trainerkämpfen. Das ist das, was ich euch damit sagen wollte. Und tschüss, Kadabra. Ich glaube, das war sogar ihr letztes. Jawohl. Xavier. Meine Pokémon kämpften nicht synchron. Synchron. Allein wenn ich dieses Wort schon höre. Wo geht's denn hier lang? Ich werfe schnell einen Blick drauf. Okay. Haben wir die schon? Ja, ne? Ja, die haben wir schon. Waren wir hier oben schon? Also ich schaue mich jetzt ein bisschen um, weil ich nicht mehr so genau weiß, was wir im letzten Part alles gemacht haben. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's denn hier lang? Okay, jetzt hier waren wir schon, das weiß ich. Und hier kommen wir wieder am Anfang zurück. Ist ja super. Und hier kommen wir wieder hin zu der Trainerin, die wir gerade besiegt haben. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Ach, jetzt kommen wir wieder hier hin. Oh nein, ich hab's ganz vergessen. Na gut, zurück. Ich sagte zurück. Ich will zurück. Zurück. Okay. Ich bin zurück.
Und jetzt... Okay, das war echt schlau von mir. Und das ist auch schlau. Okay, nicht dorthin. Moment, aber es gibt ja keinen anderen Weg woanders hin. Okay, dann war es doch richtig. Dann führt dieser Weg uns richtig hin. Irgendwo hin. Wo auch immer dieser Weg hinführt. Ich werde ihn finden. Und ich werde ihn benutzen. Um zu der Arenaleiter rinnen zu kommen. Ja, passt es schon? Okay, soweit so gut, soweit so gut. Spannung, Spannung, Spannung und... Da ist noch eine Trainerin, die haben wir noch nicht besiegt. Das ist die hier. Wie kommen wir an der hin? Oh. Okay, dann muss ich den Teleporter woanders hinstellen. Also wieder falsch rum, damit es passt. Ich mache das schnell. Und dann schalten wir schnell die Trainerin aus und dann heißt Arenaleiterkampf. Und warum zum Teufel benutze ich diesen selben Weg nochmal, obwohl ich weiß, dass er falsch ist? Also, ich meine richtig, aber ich möchte ihn ja falsch haben. Na gut, nochmal dasselbe Spielchen. Nein, das ist auch der falsche Weg. Was mache ich denn da eigentlich? Ich bin total verpeilt jetzt gerade. Also hier. Dann hier nach unten. Und, ach verdammt, hier geht's. Ah doch, das ist richtig, das ist richtig. Ah, das ist richtig, genau. So, ist der Teleporter wieder falsch und der führt uns direkt jetzt zum Trainer hin, beziehungsweise zu der Trainerin. Ja. Jetzt können wir nur warten und Däumchen drehen. Ich esse dabei ein weiteres Apfelkompottchen. Lecker, lecker. Solltest du gegen mich verlieren, darfst du dir das nicht so zu Herzen nehmen. Du bist nicht zu schwach. Ich bin nur zu stark für dich. Weise Worte, weise Worte. Hanna. Eine aus meiner Grundschule hieß Hanna. Genauso geschrieben mit H-N-N-A-H. Ist übrigens ein Name, den man rückwärts gesprochen genauso lesen kann. Also liest man Hanna rückwärts, kommt Hanna raus. Ich bereite jetzt einen Solarstrahl vor mit Sonnentag. Und nach einem sonnigen Tag folgt ein Solarstrahl. Voll aufs Maul, Trassler. Wanted Kill, jetzt stelle ich mir es vor. Kein nerviger Synchro-Scheiße. So, das ist wahrscheinlich jetzt Kirlia, nehme ich an, jawohl. Ob es wieder ein Wanted Kill ist, bezweifle ich. Wir müssen aufpassen, denn Trassler hat der See eingesetzt. Das könnte ein Problem werden, wenn jetzt Kirlia einen Angriff einsetzt, der unsere Tropius auf den innen roten Bereich runtersenkt. Okay, er setzt nur begrenzt ein, das ist verschwendete Attacke, sage ich einfach. Gleißendes Licht. Ja, das ist der See, den ich vorausgesehen habe. Und jetzt, Solarstrahl. Das geht durch deinen Schädel wie eine Knarre. Wie ein Pistolenschuss. Du bist nur zu stark für mich. Okay, jetzt haben wir alle Trainer besiegt. Ich heile schnell unsere Pokémon und nehme mal einen Voltenzo mit. Denn Voltenzo werden wir brauchen. Kann unser Welt eigentlich noch Alpha? Ansonsten würde ich ihm die Attacke jetzt verlieren verlernen, weil unser Makuhita kann ja Surfer. Da brauchen wir ja Surfer für Walmer gar nicht mehr. Dann fliege ich mal schnell zum Attackenverlerner gleich, wenn wir schon draußen sind, und verlerne ihn schnell die Attacke Surfer und bringe ihn gleich Taucher bei. Die haben wir ja im letzten Part von Treu erhalten, die VM. Die können wir allerdings noch nicht verwenden. Wir brauchen jetzt den Orden dafür. Den vorletzten Orden. So, das müsste Attackenverlerner sein, hier in diesem Häuschen. Ja genau, das ist er. Oh ja, ich bin Attackenverlerner. Bla bla bla. Ja, hilf mir. Hilf mir! Ich brauche Hilfe! So, Welser. Welche Attacke du verlieren sollst? Komm weg mit diesem scheiß Surfer. Surfer ist zwar eine geile Attacke schon, aber ich mag Taucher ist irgendwie mehr. Taucher, ja, bei Taucher besteht die Chance, dass der Gegner daneben zielt und dadurch wird ein AP verschwendet. Das ist besser als Surfer. Dafür ist Surfer halt stärker von dem Angriff her. Aber das ist mir nicht so wichtig. Und ich glaube, Taucher ist sogar eine physische Attacke und Surfer ist eine Spezialattacke daher. Ja, und ich glaube, Welser spielt eher auf Angriff als auf Spezialangriff, vermute ich mal. Deswegen kann Welser jetzt tauchen. Yay!
Und ich schaue mal nach, um zu schauen, ob es auch stimmt, ob Welser wirklich einen hohen Angriff hat. Ich schätze ja, weil Welsers Spezialangriff ist ja der Erdbeben. Ja, gleich, die Werte sind gleich, ein bisschen höher ist der Angriffswert. Ja, passt eigentlich. Also Surfer oder Taucher ist eigentlich egal. Als für unsere Welser ist halt Taucher die bessere Option. So, und jetzt fliege ich zurück nach Moosbach City und nehme mein Voltenzo mit und esse noch mal ein Schlückchen. Ich esse noch mal ein Schlückchen. Was riecht denn da für ein Scheiß? Ich esse noch mal ein bisschen Apfelmus. Selbstgezüchtete Äpfel schmecken immer noch am besten. Also auch wenn sie zu Mus verarbeitet wurden. Das war in Wirklichkeit Yang Kakimoto. Der war sauer auf die Äpfel und hat sie zu Mus gemacht, den ich jetzt essen werde. Ist doch brutal, oder? Aber das ist die Wahrheit. Gut, heilen wir schnell die Pokémon. Das wird ja ein XXXL-Part. Wir können uns ja deshalb sehr viel Zeit lassen. Ups. Verdammt. Webcam nehme ich nicht. Webcam schalte ich jetzt nicht mehr ein, weil die Webcam, wie ihr wisst, immer unsynchron wird. So, jetzt müssen wir die ganzen Schalter nochmal hinsetzen. Okay, machen wir es einfach schnell so. Und, verdammt, wie war es das jetzt so? Dann sind wir hier. Hier müsste es einen Schalter geben, hier oben. Genau, den da betätigen. Zack. Und dann hier hin. Dann wieder zurück an den Anfang. Dann nach rechts. Hier ist ein weiterer Schalter zum Aktivieren. Zack. Dann dort lang. Das ist wieder der. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Hier nach unten. Genau, dann ist hier ist der letzte Schalter. Und jetzt können wir hier bequem durchgleiten. Ich glaube, im Saphir-Display habe ich sogar an dieser Stelle gesungen. Irgendwie. Ach ja. Okay. Das ist hier ein Doppelkampf. Ist einzigartig, gibt es nur in der dritten Generation in Arena halt der Doppelkampf. Und wagen wir uns mal heran. Bist du überrascht? Dass es hier zwei Arenaleiter gibt? Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht, zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke. Kannst du sie besiegen? Ja, mit meinem Tropius müsste ich eure Pokémon zum Mond schießen. Sonne, Mond und Sterne. Ich glaube, im Saphir-Let's-Play habe ich den Part Sonne, Mond und Doppelkampf genannt. Ein echt schöner Name. Zauberblatt trifft... Ach schade, Rasierblatt trifft beide Gegner, aber Zauberblatt trifft nur einen Gegner. Ich gehe davon aus, dass Sonnenfall Sonnentag einsetzt, deswegen greife ich jetzt gleich mit Solarstrahl des Lunastein an. Und mit Doppelkick ja auch Lunastein. So, einmal. Treten wir Lunastein zum Mond. Scheiße, Flammenwurf. Ich dachte, du setzt Sonnentag ein. Nein! Boah, ist so knapp. Nein, nicht! Ah, shit. Gedankengut. Oh, mysteriöse Attacke. Mysteriös. Ein Mond hat doch keine Gedanken. Es ergibt keinen Sinn. Na toll, jetzt kommt dieser Solarstrahl. Und die Verbrennungsschale Tropius. Ich gehe davon aus, dass Sonnenfell jetzt Flammenwurf auf Tropius einsetzt, sodass Tropius dann down ist. Deswegen kommt jetzt ein Hyperdrang auf Tropius, damit ich Tropius retten kann. So, aber wir müssen jetzt leider... Nein, Psychokinese auf Logok, scheiße! Okay, das war's. Was? Oh, du hast überlebt. Nicht schlecht, Logok. Nein, nochmal Psychokinese! Nicht, da ist Depp drauf. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Lunastein ist erledigt. Hoffe ich zumindest. Nein, so knapp. Ja, leck mich fett. Scheiße. Jetzt kommt ein Heil-Item, hundertprozentig. Was mache ich jetzt? Sonnentag und Hypertrank auf Tropius nochmal.
Ja, ganz wie ich gesagt habe, Hypertrank auf Lunastein. Ich glaube, die haben 4 Stück insgesamt. Nein, nicht Tropius! Tropius, bereitet doch einen Sonntag vor. Einen Sonntag. Ihr mögt doch alle Sonntage, oder? Habt ihr nämlich frei und müsst nicht arbeiten. Beziehungsweise in die Schule gehen. Okay, Solarstrahl auf Sonnenfehl oder Sonnenfell, was else? Und Hypertrank auf Logok. So, jetzt haben wir kein Heil-Item mehr. Und Solarstrahl trifft als erstes. Sehr schön. Der Angriff wurde nur verminderet, aber Solarstrahl ist eine spezielle Attacke. Das heißt, es verändert den Angriff nicht. So, hätte man keinen Hypertrank eingesetzt, wäre Logok jetzt down. Geil, okay. Epic Fail. Ninja Tom ist anfällig gegen den Flammenwurf von Sonnenfell. Das heißt, ich nehme Welser und tauche unter und greife somit Sonnenfell an. Scheiße. Die Pokémon von den Gegnern sind so stark. Level 42. Ich wette, dieses Level müsste unsere Pokémon gerade haben. Okay, Solarstrahl auf Sonnenfell. Ich möchte diese Sonnenfell weghaben. Und zur Sicherheit nochmal Taucher. Was heißt hier nochmal? Ihr wisst schon, Taucher. Sind eigentlich zwei Attacken, die zwei Runden warten müssen oder eine Runde warten müssen, damit sie es treffen. Okay, Sonnenfell hätten wir erledigt und Welser taucht unter. Obwohl es hier gar kein Wasser gibt. Nein! Nein, Tropius! Das zahlt dir mein Ninja Tom heim. Komm her, Ninja Tom. So, du tauchst unter. In einem Wasser, was gar kein Wasser ist. Und Ninja Tom vergiftet ihn jetzt. Na, ich schaue jetzt nach, ob der irgendwas dagegen hat. Ob der irgendwas Fieses hat, mit dem er Ninja Tom killen kann. Tja, hatte nicht. Und Taucher, bam in die Fresse des Mondes. Gleißendes Sonnenlicht. Okay, Toxin auf Lunastein und Taucher auf Lunastein. Ja, du triffst meinen Welser zwar, aber wie willst du meinen Ninja Tom killen? Ja, 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 kill ruhig meine Pokémon. Und jetzt kommt unser Unlicht-Pokémon und unser stärkstes Pokémon, Absol. Mit Level 39. Das müsste nicht so schnell allergieren, außerdem ist es immun gegen Psychokinese, weil es ein Unlicht-Pokémon ist. So, und Lunastein ist vergiftet. Kein Synchro. Gut, es hat kein Synchro. Er hat wahrscheinlich eine andere Fähigkeit. Und jetzt tun wir ihm mal ein bisschen Angst einjagen. Groll und Doppelteam. Ich glaube, diesen Part werde ich heute etwas kürzer machen, weil ich glaube, jetzt noch ein Surfer-Part mit einzubeziehen ist etwas, naja, unnötig. 18 Minuten. Wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen, ich mache den XXL-Part morgen. Dafür gibt es morgen den XXL-Part, weil, ja, heute habe ich nicht mehr so viel Zeit. Ihr wisst, ich muss heute noch Splinter Cell und so aufnehmen und das 50-Abo-Special muss ich auch noch drehen. Das wird sicher lustig. Kann ich euch jetzt schon sagen? Ich werde euch nicht verraten, was es ist. Das werdet ihr erst am Sonntag erfahren, wenn ich spiele. Ich spielen werde. Eins soll gesagt sein. Dieses Spiel... Soll ich sagen? Ich glaube, ich sollte besser keinen Tipp geben, weil sonst erfahrt ihr sofort, was es ist. Dieses Spiel ist, naja, seltsam. Ich sag seltsam. Was heißt seltsam? Seltsam ist es gar nicht, aber naja, seltsam. Ich sag seltsam, obwohl es gar nicht seltsam ist. So, jetzt seid ihr verwirrt und damit, ja, damit müsst ihr jetzt auf warten, bis ihr Pokémon, Quatsch, bis es Sonntag ist. Bis dahin müsst ihr noch warten. Tut mir leid, Leute. Leide Lunastein, so wie du es nicht mit unserem Ninja Tom gemacht hast. So, Schutzschild und Doppelteam und der Sack ist... Ich wollte schon sagen, der Sack ist zu, aber er ist nicht zu. Er hat sich gerettet mit einem Hypertrank. Aber es ist egal, das Gift wird ihn zu Tode ätzen. Fluchtwert steigt von Absol und als nächstes werde ich den Angriffswert erhöhen, damit wir es kurz machen können. Kurz und schmerzlos. Für den Mond. Mond! Ich war auf den gottverdammten Mond! Mond! Okay. Nochmal Doppelteam
Ich wollte eigentlich die Angriffswerte erhöhen, habe ich doch gesagt, oder? Egal. Ist nicht so wichtig. Ja, mach ruhig dein Schläfchen. Es passiert ja eh nichts mehr. Du kannst jetzt nur noch warten, bis Lunastein down ist. Dann kannst du sagen, du hast Ninja, Lunastein im Schlaf gekillt. So, und jetzt Schwerttanz. Obwohl, naja, die nächste Runde wird er nicht überleben. Egal, Schwerttanz. Schutzschild. Und Schwerttanz. Ja. Wir werden ihn killen, ohne anzugreifen. So killt man einen Lunastein. Und tschüss, Lunastein. Du wurdest zu Tode geätzt. Ja, früher hatte ich Riesenprobleme bei diesen Arena-Leitern. Jetzt allerdings hatten wir keine Probleme. Was? Unsere Kombination wurde auseinander... auseinandergerissen. So sieht's aus. Du hast gewonnen. Daher überreichen wir dir dies. Und 16.800 Kohle. Boah. Kevin erhält den Mentalorden von Svenja und Ben. Beziehungsweise Ben und Svenja. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und die Verteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die faulen Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. TM4, das ist Gedankengut. Eine völlig useless Attacke. Für uns momentan. Für andere Pokémon ganz gut, allerdings werden wir sie nicht gebrauchen. TM4 enthält Gedankengut. Diese erhöht... Was? Dies erhöht den Spezialangriff und... Erhöht die Spezialverteidigung. Eine Attacke, die perfekt für Psyche-Pokémon ist. Hört ihr auch damit auf? Das ist nervig. So, ständig die Stimmen zu verändern. So, jetzt kann man Taucher jederzeit eines Kampfes anmitteln. Wir haben noch 9 Minuten, ich würde sagen. Wir schauen uns mal im Schüssrach um. Denn dort gibt es noch etwas. Wir haben unser Voltenzo gar nicht gebraucht. Warum habe ich es eigentlich dann mitgenommen, wenn wir es nicht brauchen? Egal, dann lage ich es einfach wieder in die Box ein und nehme Makohita mit. Wir werden es dann eh bald brauchen, wenn wir die Tiefseehöhle erforschen werden, was nicht in diesem Part sein wird, sondern im nächsten Part. Stimmt, wir haben noch unsere Bären und das ganze Zeugs. Ach, Junge, Junge, wir haben noch mehr zu tun, als ich noch dachte. Okay, dann holen wir jetzt noch unsere Bären ab und dann schauen wir uns im Schiffswrack um. Da habe ich ja einen Special Part gemacht. Und ich muss es wieder verlinken. 22 muss ich merken. Also ja, das ist allerdings erst gleich. Oder beziehungsweise jetzt noch nicht, sondern später. Das Schiffswrack werde ich natürlich verlinken, habe ich ja gerade eben gesagt. Ich muss daran denken. Wahrscheinlich. Ich merke mir einfach die 25, dann passt es schon. So, ich nehme mir jetzt die Bären mit, die hoffentlich fertig sind, was ich sehr stark vermute. Ich würde sagen, wir können sie auch noch zu Riegel machen, wenn wir schon dabei sind. Wir haben noch so viel Zeit in diesem Part, 8 Minuten ist eine Menge Zeit. Warum nicht? XXL-Part gibt es morgen, Leute. Nein, sie sind noch gar nicht fertig. Ach komm schon, ihr müsst doch schneller wachsen. Na gut, dann pflücken wir sie einfach im nächsten Part. Wenn wir noch dazu kommen. Ich meine, der nächste Part wird sehr lange sein. Sehr lange. Also ich verspreche euch, der nächste Part wird wirklich lange sein. Das war ja eben nur so ein Übersprungspart vom letzten, weil wir haben die Arena ja noch nicht fertig gehabt. Dann bringen wir die nervigen Wasserrouten einfach im nächsten Part an. Das ist genau. Genauso mache ich es. Dann passt es wieder. Da machen wir im übernächsten Part uns auf den Weg zur Unterwasserruine. Und ja, mehr möchte ich noch nicht sagen, weil für die, die es zum ersten Mal sehen, ein drittes Generationsspiel, ist es ein Spoiler. Und ich möchte ja nicht spoilern in meinen Let's Plays. Mache ich ja nie. Spoiler sind scheiße. Ich finde es auch scheiße, dass, weil, also ich höre mir öfters Pokémon Remix an und das sind nebenbei, also bei in den ähnlichen Videos, also in den Vorschlägen der Videos, rechts nebenan, sind da immer Vorschläge zu Schwarz und Weiß Remixe, also Schwarz und Weiß 2 Remixe, wo ich nichts wissen will, weil ich da nicht gespoilert werden möchte. Ich möchte das Spiel spielen, ohne etwas zu wissen, dass der und der Champion ist oder, ja, ich weiß jetzt, wer Champion ist, ja? Wegen dieser Scheiße da. Da war neben rechts Champion, so und so, ist eine weibliche Trainerin. Ist, ja. Die weibliche Trainerin ist, ne, Champion in Schwarz und Weiß 2. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen gespoilert. Und warum bin ich in Faust? Ach ja, stimmt. Schiffswrack. Ich bin so vergesslich. Naja, egal. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben genügend Zeit. Warum sollen wir uns hier... Egal. Mir fällt jetzt kein Wort dazu ein. Warum sollten wir uns hier zu Tode langweilen? Das
rede ich denn da für einen Müll? Ich fange mal wieder an, Scheiße zu reden, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so gerührt. Und wo ist dieses Schiffswrack? Hier ist es. Inmitten der Route. So, das ist das Schiff. Das Schiffswrack. Scheiße, ich muss die Musik ändern. Vom Arena-Leiter. Musik. Also ja, wieder diesen Remix einbauen der, von der Arena-Leiter. Musik, ihr wisst schon. Halt, Moment, nein, das ist hier falsch. Sondern es geht hier lang. Hier ist wirklich die Kabine, oder? Ja, genau, hier können wir surfen. Oder, nee, tauchen meine ich. Tauchen, 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 tauchen! So, testen wir Taucher. Yay! Ach, die Musik ist schön. Eine der schönsten Musik in der dritten Generation, muss ich sagen. Scheiße, die taucht man auf. B ist es, glaube ich, die Taste. B, jawohl. Was? Nein, das war Select. Das ist Select. B ist hier. Nein, das ist nicht B. Hier ist B. So, und so erreichen wir einen versteckten Punkt. Special Link wieder in der Beschreibung. Oder, nee, in der Beschreibung. Hier jetzt rechts nebenan. 26 Minuten, merke ich mir. Okay, hier. Oh, da glitzert etwas. Glitzer, Glitzer. Diamanten, Diamanten. K1-Schlüssel. Kommissariat 1-Schlüssel. Toll. Eine Verarsche von K11. So, was ist das? Das müsste ein Wasserstein sein. Ja, ich hab's noch gut in Erinnerung. Hätte ich nicht so von mir gedacht, dass ich mir so viel merken kann. Obwohl das letzte Mal, wo ich die dritte Generation durch habe, ein Jahr her ist. Eineinhalb Jahre her ist. So, der Schlüssel ist schwergängig und jetzt können wir rein. So. Oh, jetzt hat es zweimal geblinkt. Oh mein Gott, es wird immer schwieriger. Themen 18. Was ist das für eine Themen? Ich möchte zuerst noch das blinkende Ding mitnehmen, weil wir sonst es wieder aus dem Hirn vergessen. Hirn vergessen. Ja, ihr wisst schon, weil wir es sonst wieder vergessen, wo es ist. Gott, manchmal tue ich mich so undeutlich ausdrücken. Es ist Themen 14 ist es, glaube ich, oder? Regentanz. Ich denke gerade drüber nach, ob ich Svoltenzo beibringen soll. In Kombination mit Donner. Steht ja auch in Attackenmuster drin, aber ich glaube zuerst möchte ich die Pokémon-Wettbewerbe machen. Ne, das ist hier nicht richtig. Jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt müssen wir nach oben. Hier ungefähr, genau. Ne, doch nicht. K6. Nein, das ist hier auch falsch. Und es ist natürlich die ganz letzte Kabine. Natürlich. So. Im Mülleimer, das weiß ich auswendig. Denn diesen Schlüssel kann keiner ausstehen, deswegen ist er im Müll. So, hier ist nichts los, Abfall. Schwarz und blaue Let's Play. Blaue Speed Let's Play, sag ich nur. Hier ist nichts plus Abfall. Hier ist nichts plus Abfall. So, hier ist K6. Die Kabine Nummer 6. Und jetzt, ja, hier sind die TM. Ein Luxusball. Ist einzigartig, den kann man nur hier finden und sonst nirgends. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es einen Ort gibt, wo man ihn kaufen bzw. bekommt. Aber ich, nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man den hier nur einmal in diesem Spiel kriegt. Man kann ihn natürlich auch von der feuerroten Edition rüberschicken. Mit einem Pokémon. Da hat man auch einen Luxusball. Da kann man nämlich in der Feuerroten und in der Blattgrün kann man nämlich mehrere Luxusbälle bekommen. Und zwar muss man eine Lady Pokémon zeigen lassen. Und dann gibt es euch Luxusbälle dafür. Habe ich früher auch gemacht. Habe ich mir früher einfach immer meine Pokémon Pokémon-Luxusbälle gegeben und so rüber getauscht auf die Rubin-Edition. Ne, damals war es Smaragd. Ich habe ja damals Smaragd sehr intensiv gezockt und Feuerrot ist auch ganz cool. So, und jetzt haben wir dieses Item. Wir haben den ganzen Arsch uns jetzt riskiert, um dieses Item zu kriegen. Was ist das für ein Item? Ein Scanner. Nein, es ist nicht die TM-Scanner, es ist nur ein Scanner. Ist hier was im Müll? Hier ist nichts bloß Abfall, oder in dem Fall leer. Das kürzt sich viel deutlich. Das ist viel kürzer als hier ist nichts bloß Abfall. Leer. Ganz einfach leer. Ein Wort. Kurz und schmerzlos. Leer.
Können wir hier Fluchtseil einsetzen oder Schaufler? Ich schau mal nach. Nee, Quatsch, du kannst keinen Schaufler. Du kannst Schaufler. Ja, es geht. Sehr schön. Und jetzt können wir den Scanner in der Werft in Graffitport City abgeben. Und ja, dafür kriegen wir ein spezielles Item, beziehungsweise zwei spezielle Items, wo wir uns eins aussuchen können. Ja. Falls ihr es genauer wissen wollt, schaut diesen Special Part des Saphir-Let's Plays an. Ist zwar ein bisschen schlechter kommentiert als dieses Let's Play hier, weil es ja damals mein erstes Let's Play war. Naja. Oh, Kevin, das Item, das du da hast. Das ist ein Scanner. Der würde uns sicher bei unseren Forschungen helfen. Würdest du ihn etwas gegen etwas anderes eintauschen? Zum Beispiel gegen diesen Abyss-Zahn oder eine Abyss-Platte. Mit dem Abyss-Zahn kriegt ihr Alabys und mit der Abyss-Platte kriegt ihr Sagnabys. Ich glaube, ich habe damals im Saphir-Let's Play Alabys genommen. Das heißt, ich nehme jetzt hier jetzt Sagnabys. Und zwar entwickelt sich Perlo, wenn ihr ihm den Abyss-Zahn oder die Abyss... Nee, Moment, wie heißt dieses Item? Na, ihr wisst schon, Abyss. Wenn ihr eurem Pokémon die Abyss, beziehungsweise... Nommel, von vorn. Wenn ihr... Das war mein Apfelmus. Den stelle ich jetzt hier mal weg. So, und jetzt erkläre ich es nochmal ganz undeutlich. Wenn ihr eurem Perlo die Abyss-Platte gebt und es dann tauscht, entwickelt es sich zu Sagnabys. Und wenn ihr eurem Perlo allerdings auch ein Abyss-Zahn zum Tragen gibt und es dann tauscht, kriegt ihr ein Alabys. Zwei Wasser-Pokémon, die recht gut sind eigentlich. Hatte ich noch nie im Team, aber die würde ich mal gerne ins Team haben wollen, weil die sind richtig gut, muss ich schon sagen. So, und ich glaube, wir haben jetzt genug in diesem Part gemacht. Aber im nächsten Part werden wir noch mehr vor uns haben. Ich habe im letzten Part gesagt, wir machen das in diesem Part, aber ja. Leider muss ich es aus. Kann ich es aus zeitlichen Gründen nicht mehr machen. Ich habe ja noch was anderes vor. Ich muss hier noch Splinter Cell aufnehmen und so. Und mit einer verkackten Stimme kann ich kein Splinter Cell aufnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Okay, in der nächsten Route machen wir hier diese ganzen Routen hier. Versprochen, Leute, alles in einem Part, kurz und schmerzlos, dann haben wir die ganzen Wasserrouten weg. Und, jetzt stelle ich mich vor den Bären, oder beziehungsweise vor der Route zu den Bären, damit ich weiß, aha, wir müssen die Bären abholen, im nächsten Part natürlich. Also, bis dann, Leute, servus!